Willkommen bei Die Sims 4, meine Hochzeitsgeschichten. Triff Vorbereitungen für den großen Tag. Die Frage aller Fragen ist nur der Anfang der Hochzeitserfahrung deines Sims. Sobald er ja gesagt hat, beginnen die Aufregung und der Stress. Es gibt so viel zu planen. Realisiere deinen Traum. Befasse dich im Detail mit der anstehenden Hochzeit. Wähle die Kleidung, lege alles andere fest, was deine Sims für ihren großen Tag benötigen. Das Menü, die Deko, den Ablauf, den Schauplatz, einfach alles. Schließe den Bund fürs Leben. Wenn es endlich soweit ist, gebe dich dem Gefühl der Liebe hin und lebe deine Träume. Vor der Feier können Sims vom Altar das Gelübde ablegen, die Ringe austauschen und sich küssen. Serviere dann Tee für die Familie oder starte sofort mit dem Empfang. Bevor ich anfange. Auf jeden Fall. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu Sims 4 Hochzeitsgeschichten. Ich dachte, ich zeige einfach mal, was so neu ist und zeige einfach das Pack und was man so alles machen kann. Also ein richtiges Let's Play ist es nicht. Ich werde es aber in einem Let's Play, das ich gerade noch aufnehme und noch nicht hochlade, aber irgendwann hochlade, werde ich das auf jeden Fall benutzen und das auch richtig oft. Genau, die Haare sind neu. Ich finde das richtig süß mit dem richtig cute. Dann ist die noch. Oh wow, die ist so hübsch. Wow. I love it. Wow. Oha. Wie hübsch. Die ist super süß. Cute. Oh, die Frisur ist voll schön. Also die Haare. Und mit anderem Deckel. Ich wollte Deckel sagen. Okay. Ich mache ihr mal die Haare. Ah, wow. Wie cool ist das denn? Das ist so schön. Wow. Die Ohrringe sind richtig schön. Wow. Das ist richtig cool. Mit dem Piercing hier. Oh, wie cool. Das ist... Oh, wow. Oha. Voll das Ohr durchlöchert. Aua. Eine Kette. Hübsch, hübsch. Anstecksträußchen. Oh mein Gott, wie süß. Wie cool. Mhm. Ein Schmoke-Ei. Schmoke, Schmoke. Schick, schick. Und ein Eyeliner. Gibt es da neue Tattoos? Wow, es gibt sogar neue Tattoos. Oh, wie schön. Wow, I love it. Das ist so hübsch. Wie cool. Oha. Mega. Auch auf der anderen Hand. Cool. Schnieke. Ah. Okay. Oh. Der sieht ja voll schön aus. Cool. Okay, Kleider. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Das sind so viele neue Kleider. Holy moly.
schockverliebt. Wie süß ist das Kleid, bitte? Das sieht so schön aus. Das ist so voll natürlich. Stellt euch vor, so eine Hochzeit im Wald oder so. Und dann zieht die Braut sowas an. Oh, ich hätte das so in meinem Let's Play gebrauchen können. Das ist jetzt dasselbe wie da oben, nur ohne dieses Oberdings. Oberdings, ja, Oberdings. Also die Kleider sind echt mega. Schön. Auf jeden Fall gibt es neue Fingernägel. Ich kann irgendwie gerade nicht auf die Hände zoomen. Warum auch immer. Ring. Ringe. Oh mein Gott, wie schön. Mit Steinchen. Handschuhe. Noch ein Ring. Armbänder. Wow. Die sind ja süß. Oh mein Gott. Ich lieb's. Hot. Okay. So, dann Oberteile. Haben wir hier Anzug-Oberteile? Der Anzug sieht so gut aus. Mit diesem... Keine Ahnung, wie das heißt, aber das, was da drunter ist, gefällt mir. Aladdin is you. Wow, das ist so cool. Das ist richtig cool. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Aladdin it is. Oh mein Gott, er ist ein Bonbon. Mein Spaß. Das sieht, wow. Das ist so cool. Dann gibt es da eine Hose, eine einfache. Die zu allem passt, würde ich mal sagen. Ein Ring. Und Schuhe, die zu allem passen. Die sind cool. Mal schauen, was es für Kinder Neues so gibt. So Neues gibt. Goodbye, ich kann nicht mehr reden. Also auch die Haare hier. Super süß. Kleider gibt es das hier neu. Oh, der Rücken ist voll schön. Und das hier. Für die Männer haben wir hier so einen süßen Anzug. Cute. Gibt's den Anzug hier? Wie süß ist das denn bitte? Oh, cute. Auch die. Oh, wie cool. Okay. Das. Oh mein Gott, wie hübsch das ist. Oh mein Gott, wie süß. Das. Obersüß. So, Tatosa. Es gibt eine neue Welt. Heilige. Terra Amarosa. Fährt man von Porto Luminoso ein Stück an der Küste entlang, erreicht man eine wunderschöne Gegend, die von den einheimischen Terra genannt wird. Ob beim Angeln, an der Uferpromenade, beim Schwimmen, am Fuße des abgeschiedenen Hideaways-Wasserfalls oder bei einer Wanderung zum Baum der Liebenden in den Hügeln, jeder Sim wird sich Hals über Kopf in die zahlreichen zauberhaften Ausblicke und historischen Sehenswürdigkeiten dieses Paradieses der Liebenden lieben. Porto Luminoso. Historiker behaupten, der Name Porto Luminoso sei entstanden, als Piraten, die von den leuchtenden Wellen, den Handelsaussichten und der Erfindung des Obstkuchens angezogen wurden, die Küste erreichten. In der Zwischenzeit hat sich die Region weiterentwickelt und obwohl Porto Luminoso noch immer für seinen Obstkuchen bekannt ist, ist es heutzutage vor allem der Ruf. Spitzenreiter der Hochzeitsbranche für diese Dienstleistungen im Rahmen von Hochzeiten und anderen romantischen Anlässen zu sein, der die Gegend so bekannt macht.
So, wir haben einen tollen Stuhl, der durchsichtig ist. Schick, schick. Oh mein Gott. Oh, wie schön ist das denn? Das ist toll. Wow. Oh mein Gott. Das ist hübsch. Oh Gott. Yes. Awesome. 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 Oh, die sind schön. Wow. Oh mein Gott. Was ist das? Hula Hoopa. Oh mein Gott. Gestuft, nicht abgestuft. Tanzfläche. Und noch eine Tanzfläche. Und noch eine Tanzfläche. Wow. Also der ist ja mal wirklich ultra schön. Flaschen, das sieht ja so cool aus. Trinkspruch-Eimer. Soßenbrunnen Justus. Festtafel. Soßenbrunnen. Das ist ja mal... Ich lese das jetzt nicht alles durch, ne? Sonst, das sieht so süß aus. Ich kann nicht mehr. Wow. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Wow. Also, ich fall gleich um. Hier schwimmen? Nö. Okay. Ich würde hier einfach mal so entlang und das hier mal anschauen. Also ich finde die Welt richtig schön und ich werde in meinem Let's Play auch auf jeden Fall irgendjemanden hier hinziehen lassen. Zeichnen, Herz in den Sand malen, du kannst Smiley, oh mein Gott, wie süß. Kann sie auch was malen? Nein, kann sie nicht. A breathtaking encounter, das ist ja schön. Sentimental im Sand. Der romantische Sand hat Travis zu einem Kunstwerk inspiriert. Süß. Und dann noch so ein Smiley. Cute. Cute. Klatsch und Tratsch kann man reden. Okay. Das ist irgendwie neu. Warum kann er mit ihr einfach rumschmusen? Was passiert hier? Ich wollte einfach nur hier ganz normal. Wolltest du mich heiraten? Sie sagt nein. Willst du mich verarschen? Girl. Juhu, sie sind verlobt. Na, Gott sei Dank. Es funktioniert hier ja wieder alles super. Also. Zweifel äußern?
Witz über Hochzeit machen von bevorstehender Hochzeit schwärmen. Wir schwärmen mal. Können hier Hochzeit hinzufügen. Erneuerung des Ehegelübdes. Eine Hochzeitszeremonie. Probeabendessen. Triff dich in Vorbereitung auf die Eheschließung mit Freunden und Verwandten zum Essen. Ein Hochzeitsempfang ist ideal, um mit Freunden und Verwandten die soeben geschlossene Ehe zu feiern. Familientreffen sind beliebt, können aber von Familie zu Unterschied, wie auch immer du feierst, diesen Moment sollst du aufgeben. Wir haben halt nicht wirklich eine... Das ist ein Junggesellenabschied. Ist ein lustiges Treffen mit Freunden, um die bevorstehende Hochzeit zu feiern. Das ist cool. Ein Essen mit Freunden und Verwandten, um die Verlobung zu feiern. Was ist das? Also wir können hier das... Aktivitäten. Hochzeitsschmaus, Getränke, Tanzen, Desserts. Aha, erhebe dein Glas für eine Rede zu Ehren des Hochzeitspaars. Speist zusammen, genießt festliche Gerichte zu dem besonderen Anlass. Genieße in ungezwungener Atmosphäre und bei einem Glas Saft die Gesellschaft anderer. Tanzen. Komm, wir machen Getränke und tanzen. Machen wir die Hochzeitszeremonie? Trauzeugen. Da können wir noch niemanden auswählen. Vielleicht muss man das ja auch erstmal fragen, oder? Sprich mit einem Sim. Ja! Das muss man fragen. Und genauso muss man das da auch fragen. Cool. Und das muss man auch fragen. Das muss man auch fragen. Was geht hier ab? Ich schwöre, ich habe nichts getan. Die haben sich einfach freiwillig dafür entschieden. Okay, schön. Ja, dann. Los geht's. Auf zum Junggesellenabschied. Das finde ich ganz spannend hier, was da passiert. Ich glaube, die machen einfach nur Party und dann geht's nach Hause. Lasst uns tanzen. Mhm. Cool. Tanzen und Getränke. Wir müssen Getränke hier kaufen. Teilnehmer zu Lass uns trinken. Aha. Okay, also sie kann die alle rufen. Lass uns trinken. Dann Hochzeitszeremonie, oder? Das müssen wir alles noch fragen. Trinksprüche, Gang heruntergehen, Torte anschneiden, Reis werfen, Gelübde ablegen. Süß. Ehelicher Kuss. Hochzeitstanz. Hochzeitsschmaus. Tanzen, Getränke. Ja. Man kann alles auswählen. Wir machen einfach mal alles. Kleidervorschrift. Aufgestylt. Farbe. Alle in Rot. Nee, es kann eigentlich jeder... Keine Hochzeitstorte. Die müssen wir da schön raussuchen. Okay. Und dann tun wir da mal die Outfits hier bearbeiten. Und er kann so bleiben, ist auch egal. Und zwar Hochzeitsschauplatz. Um 12 fängt es an, auf der Trauzeuge zu sein. Bei ihr geht ab. Nee, jetzt wissen wir eigentlich... Ja, ne, jetzt müsste da eigentlich Hochzeitsfeier, Probe hier, müsste er jetzt eigentlich Trauzeugen. Wie viele können wir auswählen? Bestimmt 2, oder? Also das mit dem Offiziant verstehe ich noch nicht. Das hat geklappt. Ah, okay. Hector. Blumenkind brauchen wir noch. Hier Hochzeitsstrauß kaufen. Das können wir auch machen. Leute, verschiedene Blumen hier. Ich
Ja, wir kaufen mal diese pastellfarbenen hier. Strauß festhalten. Beautiful. Okay. Strauß haben wir. Was kann man da? Essen bestellen, süße Brötchen, Eierrollen. Das ist, glaube ich, alles neu. Hochzeitstorte kaufen. Oha. Florale Hochzeitstorte. Oh mein Gott. Wow. Maritim, rund. Wie cool. Wir nehmen einfach die. Wird die schlecht? Oh mein Gott, die wird tatsächlich schlecht. Oh Gott. Okay. Merkt es euch, sie wird schlecht im Inventar. Können wir. Yay. Ah, es wurde gespeichert. Okay, dann kann sie doch nicht schlecht werden. Das ist ja cool. Heißt, wir haben da jetzt eine Torte drin. Ja. Cool. Oh, Tee servieren. Wie können wir das tun? Klicke auf einen Teeservice, um Tee aufzubrühen, auszuschütten und zu servieren. Ah ja, ein Teeservice. Das haben wir doch vorhin gesehen. Packs. Und zwar hier sowas. Und zwar Tee ziehen lassen. Earl Grey. Tee servieren an. Okay. Oh, wie süß. Trinken. Trink auch meinen Tee. Los geht's. Die Hochzeit geht los. Bin ich gespannt. Also irgendwie haben sie ihre Outfits nicht an. Schade, Marmelade. Okay, ich würde... Wow. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier. Bitte hinsetzen. Gang hinaufgehen. Heraufschicken. Oh mein Gott. Blumenkind. Ah, so geht es. Okay, man kann die irgendwie heraufschicken. Hallo? Herunterschicken. Blumenkind. Ah! Do it. Okay, sie macht es nicht. No. Sie hat die Blumen gebracht? Warum ist sie traurig? Oh Mann, ey. Okay, sie hat das, den Ring. Dann kommt Blumenkind. Oh Gott. Das funktioniert ja absolut gar nicht. Jetzt macht sie's. Oh, danke. Das war absolut unschön. Ehegelübde. Why are you not... Ist er nicht da? Okay, irgendwie funktioniert das hier gerade gar nicht. Hallo. Wo ist er? Wer ist unser Offiziant?
Kommt er nicht? Traurig. Einfach nur traurig. Das war's jetzt? Ich schwöre, ich verspreche dir immer ehrlich zu dir zu sein, sagt er und hat am Tag davor mit einer anderen was gehabt. Ah, ehelicher Kuss. Okay. Okay. Verliebt ansehen. Süß. Rede halten. Was passiert? Oh mein Gott, wie süß. Okay. Sind die jetzt verheiratet oder bin ich irgendwie Ehegatte? Okay. Ja, das Blumenwerfen war sehr schön, nicht? Trinkspruch ausbringen. Bitte hinsetzen. Oh Gott, bitte. Das funktioniert ja schon wieder großartig. Brunnen füllen mit Schokolade. Okay. Irgendwie nicht. Okay. Die sitzen immer noch dort. Sie denkt auch, sie ist es irgendwie. Ach, du Heilige. Neuen Tortenaufsatz. Oh, wow. Oha, da gibt es voll viele. Guck mal. Oh mein Gott. Da gibt es wirklich viele. Wow. Es hat kein Ende. Einfach solche Matroschkas. Okay, nimm einfach mal das hier. Cute. Für Hochzeitstorte versammeln. Wer heiratet? Okay. Für Hochzeitstorte versammeln. Travis mit Torte füttern. Hör auf, mit mir zu reden! Also andersrum funktioniert das. Süß. Sie schwitzt komplett. Ich lieb's, wie scheiße es allen geht. Okay, und dann können wir hier langsam Hochzeitstanz mit Christine tanzen. Funktioniert nicht. Ohne Musik. Jess. Na dann. Okay, du kannst ein Stück nehmen. Ist einfach auf. Wow. Es hakelt noch ein bisschen. Oh mein Gott, man kann da Erdbeeren nehmen? Yes, do it. Yeah! Oh mein Gott, ist es! Dafür musstest du dich jetzt... Yes. Love it. Wie es einfach an Scheiße geht. Oh, I hate my life. Oh, die werfen Reis. Oh mein Gott. Das ist ja süß. Wir werfen es einfach irgendwo hin. Okay, also die Hochzeit war ein purer Absturz. Ich weiß nicht, ob es da eine bestimmte Reihenfolge gibt, dass das irgendwie funktioniert oder ob das noch ein bisschen buggy ist.
Irgendwie bei mir hat gar nichts geklappt. Nichts. Und die Leute hassen alles und jeden. So an sich muss ich sagen, finde ich es eigentlich ganz cool. Aber so ganz funktioniert hat es bei mir jetzt noch nicht. So mit dem Gelübde und diesem Offizier oder wie das heißt, Offiziant. Mit dem Blumen austeilen, verteilen, das war ja irgendwie auch weird. Ja, ich denke, da braucht es noch irgendwie ein paar Updates oder so, dass das dann alles super funktioniert. Ja, ich habe es jetzt einfach mal alles grob getestet. Ich hoffe, ich habe auch wirklich alles getestet. Berufe gibt es keine neuen, soweit ich das mitbekommen habe. Hochzeitsstrauß werfen, starten. Mach das einfach mal. Auf jeden Fall wirft sie da den Strauß nach hinten und es ist ganz süß. Ich glaube, sie ist verrückt geworden. Was passiert hier? Hallo? Wirfst du das auch noch, oder? Oh mein Gott, wie sie aussieht. Girl, please. Just throw the whole shit. Oh mein Gott. Ja. Oh Gott. Das ist nicht wahr. Das funktioniert auch nicht. Girl, ich will doch nur sehen. Vielleicht geht's nur draußen. Lass das bleiben, geh schlafen. Hat sie es gerade geworfen? Was war das? Wo? Okay. Leute, also was klappt hier nicht? Die Familie ist beinahe gestorben während ihrer Hochzeit. So schön war sie. Ja, ich weiß nicht, wo sie einfach ins Wasser geworfen. Ich weiß doch auch nicht. Er hat auf jeden Fall Stresspickel bekommen. Bekomme ich bestimmt auch noch. Möwen. Ja, so an sich finde ich es echt cool. Werde ich auch auf jeden Fall im Let's Play benutzen. Ich hoffe, da kommen noch Updates, dass das Ganze etwas besser funktioniert. Weil voll oft haben die nicht darauf reagiert. Ich weiß nicht, ob man alles in einer bestimmten Reihenfolge machen muss oder... Keine Ahnung, es war ein bisschen katastrophal und traurig. Und ich hoffe, das wird in Zukunft ein bisschen besser. Das ist ein bisschen schwierig, auch wenn man hier einstellt. Ne? Also da kann man ja hier das alles einstellen. Das hat nicht so gut funktioniert. Die Gästekleidung hat bei mir gar nicht funktioniert. Also die sind gekommen, wie sie wollten. Dann das mit Offiziant hat bei mir nicht so gut funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch gute Einblicke geben. Und ihr könnt eure eigene Meinung bilden. Hoffe, euch hat das Video gefallen und es war informativ und tudalu. Bis zu einem nächsten Video. Bye!